Auschwitz-Gedenktag, 27. Januar. Ruth, vertrieben aus der Ebene am Rhein über Gürs nach Zion. Heimat duftet auf deiner Haut, leuchtet in deinen Augen, klingt aus deinem Mund, sitzt an deinem Tisch. Zärtlichkeit und Trauer. Wer dich vertrieben hat, gleicht einem, der seine Hand abschlug. Das Gedicht habe ich für eine Freundin in Tel Aviv geschrieben. Geboren und aufgewachsen ist er in der Kurpfalz. Am 22. Oktober 1940 ist sie wie alle badische und Pelzer Jude von den Nazis nach Gürs in die französische Pyrenäe verschleppt worden. Hunger, Kälte, Menschenverachtung. Sie ist davorgekommen. Andere haben den bitteren Weg gehen müssen in das KZ, an das man am 27. Januar besonders denke. Auschwitz. Das Lager ist am 27. Januar 1945 von den Russen befreit worden. Der 27. Januar ist ein deutscher, ein europäischer Gedenktag. Ein froher und ein trauriger. Ein Grund, froh zu sein, weil die Befreiung von Auschwitz ein wichtiger Tag bei der Überwindung von der Nazi-Umnachtung ist und wenigstens noch ein paar Menschen gerettet hat. Traurig, weil man wisse, unter was für Besartigkeiten die Menschen im KZ haben leiden müssen und wie sie umgebracht worden sind. Manche wollen sich nicht erinnern und sagen, schon seit 60 Jahren, einmal muss Schluss sein. Das funktioniert aber nicht, weil Geschichte nicht aufhört. Alles, was passiert, das Gute wie das Böse, wirkt in alle Zukunft. Die Wirklichkeit besteht aus Wirkungen. Nichts ist vorbei, nichts fängt an, alles ist Fortsetzung. Nachgeborene sind verantwortlich dafür, wie sie mit den Wirkungen von der Vergangenheit umgehen. Kenner, wo nicht dabei war, ist schuld. Aber an uns liegt's, wie es weitergeht. Demokratie entwickle, Gleichgültigkeit immer wieder überwinde durch Solidarität, Aufmerksamkeit, Zivilcourage, mitfühle. Sich neu versetze ins Elend von anderen, sich nicht aufhetze losse. Lehrer, Eltern, Omas, Obas, Onkel und Tante, gehe mit ihren Kindern in die Anne-Frank-Ausstellung in F3 und zum Mahnmal vor P2. Suche sie Spuren im Internet, Stadtarchiv und so weiter. Die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen kann bei menschlicher Begegnung mit Geschichte bloß gewinnen. Wenn man junge Menschen mit ernsten Themen kommt, spüren sie, dass es selber ernst genommen wäre. Nicht belehren, zusammen Geschichte entdecken. Am besten mit Mann und der Kurpfalz anfangen. Die junge Menschen werden ihre Heimat besser verstehen, mehr lieben und besser darauf aufpassen. Sie kriegen keine Schuldgefühle, sondern lernen, dass sie sich nicht gegen Vorwürfe verteidigen müssen, wo ihnen kein Mensch macht. Dürfen wir am 27. Januar nicht lachen? Doch, lachen und ernst schließen sich nicht aus, sie brauchen einander. Aber auf Qualität achten. Ein Gedenktag wirkt nachhaltig, wenn er unseren Alltag zum Guten beeinflusst.